You spin my world around, cause you're the peace I finally found. You sweep me off my feet, my heart stops to beat, cause you make it, cause you make it. Hallo Leute und willkommen zurück. Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Auch erstmal vielen Dank an meinen festen Kern, der immer noch an meiner Seite steht, obwohl ich, wie gesagt, meine Meinung geäußert habe. Ich habe das Video von André gesehen. Das, was er jetzt da gepostet hat, kann ich auch widerlegen. Mit ein paar Klicks ist überhaupt kein Problem. Er selber sagt, dass er da zum Beispiel nicht von englischen Leuten kopiert, sondern von Epic Games. Er gibt selber zu, wie gesagt, über gewisse Sachen, wo ihr euch gar nicht über den Clan seid, weil er das halt auf seine geschickte Art formuliert, aber wer ein bisschen Ahnung hat, der liest das auch raus. Jedenfalls geht es heute um das 12.000 Abo Special mit den 6.000 Malahit. Ich werde jetzt mit euch zusammen anschauen, was ihr alles so schön gepostet habt für Zahlen. Wie finden wir die Gewinner raus? Das ist jetzt ganz einfach. Wir sehen hier, ich habe hier, sieht man das? Ja, man sieht es hier, ich mache mal groß. Ich habe hier einen Textdatei vom 12.10.2018 um 18.05 Uhr mit dem Titel Mala-Gewinner. Also ihr seht hier, 12.10. ist also fast ein Monat jetzt her. Die öffnen wir jetzt und da stehen dann die Zahlen drin, die das gewonnen haben. Also wir gehen drauf. Machen wir einfach WordPad, ich brauche nichts Spezielles. Die Zahlenreihe 318 hätte den Jackpot gewonnen. Jetzt gehen wir in die Kommentare. Schauen erstmal, ich habe gesagt, ich habe 1000 dazugelegt. Wir sind hier bei 1005, 20 Abzug. Machen wir einfach nur 5 Abzug, machen wir 1000 glatt raus. Das heißt, der Gewinner bekommt 2000 Maler. Gewinnreihe war nochmal 318. Schauen wir einfach hier durch. Okay. Ich ignoriere jetzt einfach die anderen Kommentare, weil ich brauche ja nur die Zahlen. Nochmal 318. Hier ist kein Gewinner bei. Hier auch nicht. An der Stelle bleibt zu sagen, die Leute, die mich natürlich jetzt deabonniert haben, die fallen automatisch raus. Also ihr braucht auch nicht wieder hintenrum ankriechen zu kommen. Hey, komm, ich habe gewonnen, es tut mir leid und so. Könnt ihr dementsprechend vergessen. Wer eine andere Meinung nicht akzeptiert und meint, einen dafür zu deabonnieren, es ist sein völlig gutes Recht und das habt ihr alle. Aber er braucht nicht von mir erwarten dann, dass ich ihm Waffen crafte oder irgendwas schenke. Ja, da seid ihr dann bei mir falsch, dann geht ihr am besten zu eurem Idol. So, 318 haben wir bis hier noch nicht gehabt. 318. Und zu der Auseinandersetzung allgemein, wer es mitbekommen hat oder nicht. Wie gesagt, es war weder Rufmord noch sonst was. Die Beweise, die André angeblich widerlegt hat, kann ich genauso gut widerlegen. Ich habe sein Video übrigens gesehen. Natürlich kann ich in seinem Kanal nicht posten, da er mich ja blockiert hat. Das macht aber nichts. Das zum Beispiel, dieses This is Toxic, die hat zum Beispiel auch über André irgendwas gepostet und so weiter. Du bist natürlich auch komplett draußen. Kannst du vergessen. Ja, wie gesagt, Leute, mein Stammkern, der einen eigenen Kopf besitzt, eine eigene Meinung besitzt, Sachen hinterfragt, mich immer wieder nach anderen Sachen fragt. Solche Leute sind hier gern gesehen und willkommen. Weil ich möchte eure Meinung genauso hören. Beleidigungen und sonst was könnt ihr natürlich gerne äußern, aber es ist eure Sache, ja. Also 318 habe ich bisher noch nicht gesehen. 317, oh, war sehr knapp, Primetime. Sehr, sehr knapp. Na gut, mehrmals mitmachen funktioniert so natürlich nicht. Wie gesagt, also bei mir sind Menschen willkommen, die eine eigene Meinung haben, die ihre Meinung auch äußern. Ob es Kritik ist oder irgendwas in der Art, ist immer gern willkommen. Ich lese es auch gerne und ich antworte natürlich auf fast alles in diesem Sinne, so gut ich kann. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, selber nachdenken, Sachen hinterfragen, das sind die Menschen, die die Welt an sich braucht und nicht einfach, ich sag mal, blinde folgende Menschen. Denn das führt zu nichts Gutem. Und an die Leute, die gesagt haben, ich habe hier Angst vor André und dies und das, ist natürlich völliger Quatsch. Allein wenn ihr euren Menschenverstand benutzt, ich habe meine 11.000 Abonnenten, er hat seine 50.000 Abonnenten. Wenn ich ein Video gegen ihn mache, weil er sich meiner Meinung nach einfach nur scheiße verhält,
dann habe ich doch keine Angst vor dem, weil ich doch genau weiß, dass seine 50.000 Abonnenten zu mir dann in dem Sinne haten. Ne? Das, was er gemacht hat, ist zum Beispiel eine Hate-Kampagne. Ich habe nämlich in meinem Video zum Beispiel nicht einmal gesagt, hey Leute, jetzt geht nicht rüber zu André und sagt da irgendwas oder hey, geht jetzt nicht rüber und löscht sein Abo oder sonst irgendwas. Er hat natürlich gesagt, hey, jetzt geht nicht rüber zu ihm und tut ihm was und so. Er hat halt umgedrehte Psychologie benutzt. Viele von euch wissen nicht mal, was das ist. Ist doch überhaupt kein Problem. Aus diesem Grund habe ich solche Wortsätze und Wortreihen überhaupt nicht benutzt. Was er natürlich getan hat, da kann man natürlich jetzt bei ihm von Rufmord sprechen. Wie gesagt, viele von euch wissen gar nicht, was das ist. Macht auch gar nichts. Das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Bisher sehe ich hier leider keine Gewinner, Leute. 317 war schon mal echt knapp. 156. 328. Verdammt. Das ist echt knapp. Also, wir hatten jetzt eine 317 und eine 328. Das ist gar nicht so einfach, drei richtige Zahlen zu finden. 138. Ja, wäre die 3 jetzt hier vorne, dann 318 würde das auch passen. Also ich bin beeindruckt eigentlich irgendwie, wie nah die Zahlen doch sind. Aber letztendlich seht ihr bei der Masse, die hier mitgemacht hat, ist es doch gar nicht so einfach, die drei Zahlen zu treffen. Aber deswegen freuen sich halt die Leute, die gewinnen und die das dann letztendlich haben. 361, 825, 424, 369, 361. Ja, also ihr seht, alles sehr knapp, alles sehr knapp. 314. Ich find's cool, ganz ehrlich. Auch cool, vielen Dank, dass ihr hier mitgemacht habt. Ich habe sowas zwar so noch nie gemacht, aber ihr habt ja in dem Sinne auch keinen wirklichen Einsatz oder irgendwas geben müssen, sondern einfach nur ein Like. Viel Glück an allen. Na, 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 na. 318, 318. Immer noch nicht hier. Genau. Und zum anderen Sachen wegen Fame oder sowas wird man sowas auch nicht machen, denn das ist logischerweise kontraproduktiv. Wieso sollte ein kleiner YouTuber einen großen angreifen wegen Fame? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das wäre wie wenn eine Armee von 50.000 gegen 10.000 kämpft, nur weil einer schreit. Die Gewinnchancen liegen bei nicht mal 1%, würde ich jetzt sagen. Dementsprechend macht dies überhaupt keinen Sinn. Aber wie gesagt, viele von Evonix-Followern, die benutzen ihren Kopf nicht. Die haben, ich sag kein Hirn, habe ich schon oft gesagt, sind hirnlos. Was ich damit meine, sind einfach nur blinde Follower ohne eigene Gedanken. Was schade ist, echt schade, Leute, denn ihr seid alle was Besonderes, ihr habt alle was Gutes in euch und wenn ihr euch so verarschen lasst, dann ist das eure Sache. Ich sag mal so, wer hochfliegt, der fällt auch sehr weit runter und das wird bei André auf jeden Fall passieren, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Und mit seinen lächerlichen Drohungen hier, dies und das, euch ist bewusst, wenn er dies versuchen würde, riskiert er zum einen seinen YouTube-Kanal, ja? Mit einer Anzeige gegen mich würde er eindeutig seinen YouTube-Kanal riskieren. Da der gute Herr sich aber nicht tausendprozentig sicher ist, würde der das einfach nicht machen. Punkt. Dass ihr ihm alle blind folgt und einfach nachlabert, ist echt gut. Also, so wie es aussieht, Leute, gibt es keinen Gewinner. Ich habe jetzt alles angeguckt. Wir haben hier 4 Leute gehabt, die sehr, sehr, sehr knapp dran waren. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben beim Prüfen. Also echt sehr, sehr knapp dran wart hier, Leute. Okay, lad schneller. 582. Minau 796, 862, 915, 999, 137. 395, 238, 123. Chamon. Gibt's da noch mehr? Nein, das gibt's nicht. Ja, also Leute, wir haben den letzten Monat keinen Gewinner gehabt. Hier steht nichts. Okay. Was bedeutet das für uns? Das heißt, wir fangen jetzt diese Woche dasselbe Spielchen nochmal an. Jetzt ist 2000 Maler Start. Und dementsprechend fangen wir jetzt mit 2000 Maler an. Und für jedes Like gibt es wieder einen Maler mehr, sprich ihr könnt bis zu 6000 Maler gewinnen. Und dann wünsche ich euch jetzt nochmal viel Glück. Dasselbe wie beim letzten Mal gilt quasi, also ihr gebt
drei Zahlen an, sprich so wie hier 582, gibt einen Punkt bitte. Und dann drücke ich euch die Daumen und ich freue mich natürlich, wenn einer gewinnt. Ihr seht, ich werde ab dem heutigen Datum, heute ist der 6.11., werde ich das so wie hier haben, werde ich eine Textdatei machen mit einer Zahlenkombi. Und diese Zahlenkombi werde ich nicht anrühren, so wie ihr das vorhin gesehen habt. Und dann werde ich die öffnen und dann gehe ich mit euch so wie jetzt gemeinsam die Kommentare durch. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst. Bye, bye.